ganze Nacht geblasen. Fürchterlich geblasen. Aber das Wetter ist gut und wir hoffen auf ein paar schöne Tage. Ich sehe immer um mich herum. Achso, jetzt habe ich voll die Sonne. Macht nichts. Sieht man die Falten besser. Ja, sag was. Ah, was soll ich sagen? Wir fahren gleich weiter nach Argelès-sur-Mer und suchen einen Reifenhändler, damit mich ja nicht immer mit dem aufgepumpten Reifen fahren muss. Und dann kommt... Vollgummi oder was? Vollgummireifen, genau. Warte, ich habe ein Loch drin, gell? Oder was war drin? Da war ein Loch drin, ja. Hast du dir einen Hufnagel, einen Murmeltier-Hufnagel reingefahren? Und wo habe ich noch ein Loch drin? Im Kopf? Ich wollte gerade sagen, im Hintern. Im Kühler, genau. Und im Kühler, der Kühler kommt von KTM Deutschland, nachdem wir ungefähr anderthalb Tage mit der Hotline verbracht haben, die nichts zustande gebracht hat, hat uns dann der freundliche KTM-Händler Stefan Kümpel aus Bad Kreuznach, Gruß an Stefan Kümpel, hat es arrangiert, uns einen Kühler zu schicken, den wir dann hoffentlich morgen einbauen werden. Wo? Im Hotel. Wo ist das? Das geht ich gar nichts an, das sage ich nicht. Auberge de Ruhr. Da waren wir schon mal, gell? Da waren wir schon mal im Februar, sehr nett. Ein Norweger, der nach Südfrankreich geflüchtet ist, weil ihm die Winter zu lang waren. Und? Und hat eine französische Frau bekommen. Hat er hier eine? Ich glaube, er hat die bekommen, weil die haben so wenig Immigranten hier aus Nordeuropa. Ja, kann man sehr schön essen, ist sehr schön gelegen und da werden wir gleich hinfahren. Super. Und wo sind wir jetzt? Das habe ich schon mal gesagt, in Port-le-Cat. Wie schreibt man das? Remember your life until now. It's been your first step, your first fall. First call, your first fail or frame. What would this world be like without our memories? How would we lead our lives without our past stories? So keep all these things close and safe to your heart. Andreas Sache fing an zu spinnen. Er hatte ungefähr 7000 Kilometer bei der Inspektion. Ja, er hatte Höchstgeschwindigkeit mal 680 drauf. 800 und... 800, also die Schallmauer hat es, glaube ich, einmal geknallt. Ja, und jetzt hat er tatsächlich 155.203 Kilometer, also KTM-Kilometer, real 2.200. Phänomenal für eine LC4. LC4. Ohne Ölwechsel, mit zweimal tanken. Mit zweimal tanken, mit 890 über die Autobahn. Das ist nicht schlecht, nicht? Kleiner Zwischenbericht, also mein Kühler ist ja leck. Also ich habe ein kleines Loch oben drin irgendwo, 10,6 so klein ist es. Und den haben wir jetzt schon mal ausgebaut. Leider kam das Päckchen jetzt am zweiten Tag noch nicht, also Post war gerade da. Jetzt müssen wir halt noch einen Tag warten. Nur der Ausbau war ganz einfach, 4 Schrauben, das Thermostat losdrehen, um den Deckel ab, Lüfter, oben eine Schraube, ist unten nur gesteckt. Das war also alles ganz, ganz simpel. Morgen beginnt im Prinzip die eigentliche Pyrenäentour. Ansonsten, die Dinge haben sich gut geschlagen. Kleiner Heckschaden, wo man der Sascha drauf gefahren ist, an der LGKS. Mein Fell sieht auch ein bisschen mitgenommen aus, aber funktioniert astrein. Also ich stehe weniger als André mit seiner neuen Sitzbank. Die Sitzbank, ich stehe immer nur aus Solidarität. Ja. Schon klar. Ja, ansonsten heute ein wunderbarer Ruhetag. Ich muss ganz ehrlich sagen, brauche den auch. Also ich war gestern ziemlich müde, bis gestern einen halben Tag hier noch durch Frankreich gefahren, haben passenden Reifen für mich gesucht. Das sind halt die 4 Jahre Altersunterschied, dass der Michael schneller müde wird. Das wird er auch sonst. Manchmal. Tja, was war noch? Ja, André, was hast du alles so verloren? Schraube, Tank, aber die war selbst angeschraubt von dir?
Ja, eine Schraube ist abgefallen. Nummerschild war weg, da kam mir jetzt Ersatz her. Ne? Also er hat mittlerweile auf seine Frau Serena, war dann in Hamburg, hat ein neues Nummerschild besorgt, natürlich ohne Stempel. Jetzt wird das so selbst geklebt herum. Das macht nichts, weil in Frankreich, selbst in Holland, wie du siehst, hat keiner einen Stempel auf dem Nummernschild. Nur in Deutschland hat es offensichtlich Stempel auf Nummernschildern. Von daher ist das völlig legal und in Ordnung. Außer du bist in Deutschland. Ja, ja. Aber das sind wir ja nicht. Noch nicht. Genau. Was war noch? Irgendwas zur Kamera, die GoPro hast du verloren, ne? Die GoPro habe ich verloren, die war sehr schön befestigt an der hinteren Schwinge. Ja, da unten an dem Die Schwingenbefestigung ist noch da. Die Schwingenbefestigung ist da, GoPro ist da, Eck. Ich habe noch alle GoPros, aber meine Schwingenbefestigung an gleicher Stelle ist abgebrochen. Das ist wohl ein Opfer der LGGS geworden, da unten, wo die Schraube, dieses Glanz, dieser helle Kreis ist. Aber sonst, die Dinger laufen, ne? Achso, ja, mein Benzinhahn hat es noch erwischt. Ja, aber da hast du drauf, dich draufgelegt, ne? Genau, das ist der Benzinhahn und da war es dann so, das war... Aber durch meine wunderbare Modifikation mit den Benzinschnellverschlüssen ist es gar kein Problem. Das heißt, ich kann den einfach abklemmen und dann ist es auch dicht. Ja, das ging aber nur, weil der Mimoto dabei war, aber André wäre auf die Idee gar nicht gekommen. Sag, wie es ist, so war es. Naja, für irgendwas. Es hätte länger gedauert. Sagen wir mal so, es hätte länger gedauert, bis du drauf kommst. Also wir haben den Stecker gezogen und dann konnten wir auch fahren. Wir hätten das draufgelassen, wäre nämlich von der Benzinpumpe von vorne als die 8 Liter nach hinten gepumpt worden und dann über den Lüftungsschlauch vom hinteren Tank auf die Straße. Und der hat irgendwo beim Sturz einen mitgekriegt, ja, und schließt nicht mehr, der ist also hin. Ich nehme an, dass du hier einen draufgekriegt hast und der ist dann gegen den, was ist das, die Wasserpumpe oder was? Gegen die Wasserpumpengehäuse geknallt, hat einen Schlag gekriegt. Kann sein, ja. Ja. Ja, so ist es. Also wir sind sehr zufrieden. So, das Problem haben wir jetzt auch gefunden am Kühler. Und zwar auf der Rückseite, also hier links diese Schraube. Hier ist der Lüfter, der rückseitige Lüfter von der KTM enthalten. Das heißt also, wenn Temperatur kommt, der dann anspringt. Und dem sein Kunststoffgehäuse hat hier, also auf einer Länge von ungefähr 6 cm, schon 3 der Lamellen komplett, also durch, die oberste am meisten, die ist auch durch, die ist auch durch, die ist kurz davor und die 2 dauert es auch nicht mehr so lange, durchgescheuert. Close and safe to your heart.